Grüße gehen raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir wollen heute mal was Verrücktes probieren, und zwar Scaff-Runden zocken. Und zwar will ich einfach mal so viele Scaff-Runden wie möglich nacheinander abspulen. Eine Scaff-Runde nach der anderen, bam, bam, bam. Und jedes Mal gucken, wo wir mehr Loot finden, wo wir weniger Loot finden. Eigentlich ist es dynamischer Loot, also müsste ja alles gut verteilt sein. Ich habe gehört, es gibt so ein paar Schwerpunkte, wo es mehr oder weniger gibt. Speziell auf Interchange natürlich. Und wir zählen die Anzahl der Runden, die Anzahl der Tode, falls wir mal sterben sollten. Was sicherlich mal passieren wird. Und am Ende rechnen wir den Loot zusammen. Ich habe mir überlegt, das ist eine interessante Sache, weil wir sind runter auf, ich glaube, auf 11 Millionen. Ich habe gestern allein schon wieder 2, 3 Millionen verspielt, ne? Und wir haben momentan wirklich relativ wenig Income, muss man sagen. Und früher konntest du einfach zwischen Runden noch kurz Interchange-Runde machen. Und da hast du teilweise 1, 2 Millionen rausgeholt, ne? Und dann konntest du wieder schön spielen. Und das geht jetzt gefühlt gar nicht mehr. Und deswegen glaube ich, ist es heute ein ganz cooler Anlass, das mal zu testen. Also, Scaff-Runde Nummer 1. Mal gucken, ob der Counter angeht. Yes. Hoffen wir mal, dass der tote Counter auf 0 bleibt, wirklich. Da oben liegt noch was. Lampe. Alles so 10.000 Rubel-Items. Ist nice, aber... Ja, wir suchen halt den fetten Loot, ne? Also die Birnen würde ich wegschmeißen. DVD-Player auch erstmal. Restbalken des Slickers schmeißen wir weg. SKS, komm, ne, weißt du. Okay. Gut, gehen wir hier rüber. So, hier ist nichts. Oh. Da sieht auch nichts. Okay, Wasser. Cleaner. Repellent. Mosquito Spray. Können wir auch wegschmeißen. Relay. Viel Loot, ne? Da lag jetzt sehr viel, also generell viel. Das ist leer. Gucken wir uns mal die ganzen Regale an. Okay, die Kiste. Und dann gehen wir zu den beiden Taschen, dann gehen wir ins Oli. Boah, das wird anstrengend. So eine Lootrunde hier wird echt... Das ist ja ein Marathon, den wir jetzt machen. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Normalerweise nimmst du den Loot ja nebenbei mit. Mal gucken, was wir alles so entdecken. Ich bin schon gespannt. Alarm wurde ausgeschaltet. Jemand ist im Schaltraum. Ich weiß nicht, ob das noch ein PMC sein könnte. Bowls, das trinken wir. Wenn hier unten noch Loot liegt, rennen wir hoch. Ansonsten... Ne, hier liegt nix, hier liegt nix. Okay, wir gehen direkt ins Oli. Ja, wir nehmen die Tasche und gehen dann rüber. Weil ich glaube, die Tasche ist noch richtig viel wert. Wobei der neue Loot hier im Oli ist noch, könnte noch mehr wert sein. Gucken wir mal. So, das war die zweite Runde. Schade, erfolglos. Also erfolglos im Sinne. Ja. Was geht eigentlich? Auch so 200, 300.000, ne? Sind halt alles so 200, 300.000 Runden, ne? Muss man sagen. Wirklich kleine Schritte nur. Was haben wir dabei? Bandage und Filter. Warte. Wie machen wir das? Wir machen erstmal hier. Wir rennen jetzt... Wir gehen anders. Wir looten erstmal hier. Weil wir hier... Wir müssen lernen, die kleinen Spots mitzunehmen. Weil die kleinen Spots sind jetzt die großen Spots. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das ist entscheidend. Warte mal, wo war die Tasche? Hier, oder? Ja, das, ja. Wir müssen halt umdenken. Boah, eigentlich war nicht hier eine Tasche. Okay, dann gehen wir jetzt zu den, oder sollen wir mal zu den... Wir gehen mal zum Goshan, zur Essensausgabe. Sagen die Zeit. Oh, früh, 22. Müssen ein bisschen aufpassen. Gefährliche Einstiegsrunde.
Einstiegszeit. So, Essensausgabe. Lass mal gucken. Was ist hier passiert? Okay, Essen, Essen. Bischonka. Ah, hier hat sich nichts verändert, hä? Essen, Essen. Oh, so eine Grafikkarte zwischendurch wäre so cool, aber... Weil hier so viele Spawnpunkte sind, wisst ihr, wie ich meine? Wäre sein können, dass hier die Wahrscheinlichkeit für seltenen... Für seltenes... Wisst ihr, ob da seltener spawnen kann? Also ganz normal Essen. Ganz viele Spawnpunkte. Aber es ist alles beim Essen geblieben. Essen, Essen, Trinken, Trinken. Essen, Essen. Okay. Das ist wie so eine Shopping-Tour hier. So, hier wird's jetzt interessant. Hoffe ich. Aha. Ein Keck. Okay, ihr könnt ungelootet sein. Let's go. Letzte Geho. Toi, toi, toi. Oh! Nein! Spieler, 2. Oh, wehe, das war ein Scaff, ey. Gucken wir mal. Ja, Spieler, alles klar. Alles gut, alles gut. Hat er gehockt. GG's für ihn. Soll er sich unsere, was haben wir gelootet? Cola und Fanta. Soll er sich gönnen. Was haben wir gesagt? Die Zeit war 14, ne? Ein guter Key. Schöner Rucksack. Schöner Charlie. Also das, bis jetzt läuft es ganz gut. Ah, ich weiß nicht. Ich zögere gerade noch. Wenn der ungelootet ist, vielleicht lohnt es sich dann doch nochmal, die Stashes hinten abzulaufen von hier aus. Verliert euch jetzt immer mehr Zeit, ne? Ist ungelootet, ja. Mhm. Sollen wir zurück oder nicht zurück? Das ist die große Frage. Repellent, US-Dollar, Alusplint. Ne, PP19. Oh Gott, Mann. Ne, wir resetten. Wir resetten. Ist das was wert? 4. Verkaufen für günstige 9,99. 9,99. Okay. Schokolade müssen wir gleich noch verkaufen. Wir haben aber gerade keinen Slot frei. Oder haben wir einen Slot? Ja. 32. Würde ich auch für 32 raushauen. Okay. Weiter geht's. Puh. Nächste Runde. Runde Nummer 6. Ich kann nicht mehr. Mein Finger tut schon weh vom Verkaufen. Bin ich mal gespannt, ob die Fallkabinetts ungelootet sind. Oh nein, ich habe zu früh abgebrochen. Pass auf, können hier schon mal ein paar Sachen runterschieben. Yoyota Key. Yo, Yoda. Pineapple. Nichts, nichts, nichts. Oh, wurde hier gelootet. Scissors. Auch 30.000 oder so. Oh, da kam Schwestern. Da sitzt Schwestern vorhin, ich sag's euch. Ich würde auch eine gute Entscheidung, dass wir direkt sind. Müsst ihr völlig aufpassen, also notfalls machen wir die Fliege. Ich muss jetzt ein bisschen zuhören hier. Ich hoffe, das ist cool. Rocken ICD, also alles ungelootet, lohnt jetzt richtig, ne? So, pass auf, müssen wir gucken, was wegschmeißen. Schlüssel geht raus, das geht raus. Diary, 30.000, Emotor geht raus, Festplatte geht raus. Batterie geht raus. Die Caps gehen hier runter. Diary, nochmal ein Diary, sehr gut. Zwei Diaries, M-Tape, Doms, gehen raus. Keck, Powerbank, oh ja, schön, 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 schön. Tape, Papier, gut. Papier, 12.000, kommt weg. Hab ich nicht alles 12.000, ne? Ich traue das gerade nicht so. Das waren Pistolenschüsse. Weil hier ist auch ein irrer Skeff. Ein irrer Ivan oder sowas, wisst ihr, ich meine? Da kommt er wieder. Jetzt sterben wir blöd in der Runde. Oh, das war eine schöne Runde. Also vom Loot her jetzt, vom normalen Billig-Loot her. Sehr schön. Flash Drive, 2 Diaries. Ist schon okay. Warum kann ich das Ding nicht verkaufen hier? Ach, weil noch ein Scissor drin ist. Lul.
Wie viel Zeit haben wir? 3 Minuten. 3 Minuten later. Runde Nummer 7, auf geht's, ab geht's in die Runde Nummer 7. Wer will doch nicht, wer hat nochmal? Ladies and Gentlemen, auf geht's, Interchange. Interchange lockt, Interchange bockt, Interchange heute mit dynamischem Loot. Kommen noch PMC-Runden? Oh, hier ist noch was. Also wir gucken, wie weit meine Nerven das schaffen jetzt, ne? Das ist ein Stresstest, kann man sagen. Wir gucken, wie weit wir den Counter hochtreiben können. Platz da, Platz. Meine Tasche, weg. Platz. Das ist eine KI oder was? Was ist das für eine? Das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler, lol. Der hat... Niemals hätte ich gedacht, dass das ein Spieler ist, so wie der gelaufen ist. Omega, lol. Ach, Mist, alles leer. Schade, zu spät. Das war eine KI am PC? Das war eine KI am PC. Really? Ja? Ich befürchte. Also es ist. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel machen. Und es ist leider auch so, dass wir nicht viel machen. Würde ich, glaube ich, jetzt mal so. Also wir sind, glaube ich, so bei 200.000. 300.000. Wir waren eine Runde mit 400, vielleicht eine auch nur 100, ne? Ich schätze mal, so 300.000 haben wir im Schnitt. Und das ist einfach sehr wenig im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht haben, ne? Auf der anderen Seite sind das halt Runden, die 10 Minuten gehen. Das heißt, wir würden das nachher nochmal zeitlich gegenrechnen, ne? Also wie viel Geld pro Minute das, oder pro 10 Minuten das wären, weil das ist ja auch interessant. Weil es ja wieder der Vorteil, dass es kurz ist, ne? Ich bin echt mal gespannt, was da dann für Zahlen rauskommen. PC. Also Grafikkarte oder sowas haben wir noch gar nicht gefunden. Also ich bewundere Leute, die das so generell so machen, ne? Um Geld zu farmen, jede Runde Scav. Also ich finde das mega anstrengend. Aber vielleicht ist es auch Einstellungssache, ne? Wenn du eine andere Einstellung dazu hast, ist es vielleicht mega entspannend für den einen oder anderen. Weil du musst dir nichts Sorgen machen. Alles Freunde. Friede. Alle sind glücklich, wollen dir helfen, weißt du? Klar, es ist auch entspannt irgendwo, aber es ist ja auch nicht gerade. Es ist so wie auf der Autobahn, wenn du die ganze Zeit mit 80 auf der rechten Spur fährst. Ist auch entspannt. Aber irgendwann nickst du ein und rammst die Leitplanke. Ne? Ich weiß nicht, ob das der beste Vergleich ist jetzt. Aber ihr wisst, wie ich meine. Okay, also die Stashes sind ungelootet. Wir haben jetzt noch 2 Chancen für dicken Loot. Let's go. Vorletzter Stash. Ja. Also die AK nehmen wir mit. Kopfhörer ist halt 20. Ah, ist nichts. Schade. 30. Sind die Tacticals mehr wert oder die Spores? Muss ich echt überlegen. Aber dadurch, dass das Schwastrillo nur um die 12 wert ist momentan, glaube ich, so 15... Also 5 pro Slot. Müsste das Sorry etwas mehr wert sein. Oh, die Skull. Skull ist wenig? Stimmt, Skull, ne? Skull ist noch weniger wert. Sorry lohnt sich jetzt auch nicht, aber mehr als Skull. Wir sind unter 10 bei dem Sordins. Also unter 10k pro. Wir brauchen jetzt noch was Fettes. Jetzt, come on. Jetzt noch was Dickes. Nein. Okay, das war's. Das war die letzte Runde. Also, alle Runden überlebt, bis auf eine. Und die eine Runde, die wir nicht überlebt haben, war eine
Mann, Spieler, der uns erledigt hat. Also absolut legit. Nicht einmal durch den Skeff gestorben, ne? Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wobei wir auch sehr freundlich waren, muss man sagen, ne? Sehr freundlich. Wir haben ja teilweise sogar Leute beschenkt. Mit dicken Geschenken. Holy shit, Leute! Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Also nochmal, wir haben mit 11,4 Millionen Rubel angefangen. Wir haben jetzt 15,9 Millionen. Nach 10 Runden. 10 Runden, die 10 Minuten gedauert haben. Ich habe 5 Minuten Zeit gehabt, um nach jeder Runde direkt zu verkaufen. Und ich hatte ungefähr eine Ladezeit von 2 Minuten. In diesen 10 Runden haben wir 4,5 Millionen Rubel gemacht. Wenn wir jetzt das Geld, was wir gemacht haben, durch 10 teilen, sind das 450.000 Rubel pro Runde. Also fast eine halbe Million pro Runde. Das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Wir haben keine Grafikkarte, kein Ledix, kein Ophthalmoscope, kein sonstiges. Also kein High-Tier-Loot. Nix an High-Tier-Loot. Ganz normaler Pipi-Kram-Loot. Eine halbe Million fast, jede Runde. Also, da soll noch mal einer meckern. Ich bin überrascht. Das ist viel. Für null Risiko? Ach so, und noch was. Eine Runde sind wir ja gestorben. Es ist ja noch mehr. Genau. Das ist genau eine halbe Million pro Runde. Wenn wir unseren Tod rausrechnen, wo wir von Spieler erledigt wurden. Aber fairerweise dürften wir den nicht rausrechnen, weil natürlich kommt das in die Statistik mit rein. Da hätten wir auch jetzt nichts gegen machen können. Das war ja ein Spieler, der uns erledigt hat. Ne? Das war nicht Fehlverhalten oder sonst was. Das war halt, eine Runde von 10 zu sterben ist nichts. Literally gar nichts. Aber wenn wir den rausrechnen würden, würden wir eine halbe Million gemacht haben, sauber. Boah, das ist viel Geld. Ciao.